Wenn ich mich im Markt umschaue, dann zählt momentan nur eins: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir erleben unglaubliche Exzesse bei Wachstumsaktien. Und das ist genau, interessanterweise, genau das Gegenteil dessen, was wir vor 10 oder 15 Jahren am Markt gesehen haben. Damals wurden nämlich Value-Fonds gehypt, also solche, die auf günstige Aktien gesetzt haben. Und die schließen inzwischen ihre Pforten klammheimlich teilweise. Und in diesem Video erkläre ich dir, warum das, was scheinbar offensichtlich ist an der Börse, oft genau falsch ist bzw. nicht zutrifft und warum es jetzt an der Zeit sein könnte, gegen den Strom zu schwimmen. Gleich geht's los. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir leben wirklich in absolut verrückten Zeiten. Ich könnte eigentlich jedes Video mit diesem Satz eröffnen. Kurz eine Anekdote zu Tesla. Vor kurzem hat jetzt ein Analyst das Versicherungsbusiness von Tesla mit 40 Milliarden Dollar bewertet. Das Lustige daran, Tesla hat eigentlich gar kein Versicherungsbusiness. Man ist allenfalls ein Broker, der teilweise Versicherungen vermittelt. Und dafür gibt es eine kleine Provision, mehr aber auch nicht. Und das eigentliche Geschäft bei sowas macht der Versicherer, der dahinter steht, mit dem Tesla zusammenarbeitet. Trotzdem soll alleine dieses Versicherungsgeschäft jetzt 40 Milliarden Dollar wert sein. Die Analysten kommen auf die verrücktesten Ideen, um diese Kursexzesse bei Tesla irgendwie zu rechtfertigen. Das ist schon fast schon aberwitzig. Deswegen mein Appell an euch vorab: versucht eigenständig zu denken. Lasst euch nicht von solchen Hypes anstecken, sondern hinterfragt auch das, was da passiert und das, was als Begründung für irgendwelche absurden Bewertungen angeführt wird. Anderes Beispiel: Wir sind jetzt gerade ins Jahr 2021 gestartet. Und jetzt überlegt mal, wenn euch jemand am Jahresanfang 2020 gesagt hätte, dass in 2020 die Corona-Seuche, ja, das Jahr dominieren wird, dass die westlichen Volkswirtschaften in ihre größte Depression seit dem Zweiten Weltkrieg abgleiten würden. Dass wir phasenweise komplette Lockdowns haben würden, wo die Wirtschaft komplett heruntergefahren wird. Stellt euch vor, ihr wärt die einzige Person oder die einzigen Personen gewesen, die das vorab gewusst hätten. Was hättet ihr dann gemacht? Ich denke ganz klar, ihr hättet Aktien verkauft, so schnell es nur irgendwie gegangen wäre. Und niemand hätte auch nur annähernd gedacht, dass wir bis Jahresende dann inmitten der Pandemie neue Allzeithochs an den Aktienmärkten sehen könnten. Und 2021 geht es in dem Stil weiter. Stellt euch vor, ihr wärt vor ein paar Tagen die einzigen gewesen, die gewusst hätten, dass wahnsinnige Trump-Anhänger ins Kapitol einmarschieren, ja, den US-Kongress daran hindern, die Präsidentschaftswahl zu zertifizieren, dass dabei mindestens 5 Menschen sterben würden, darunter ein Polizeibeamter. Und dass das Ganze dazu führen würde, dass gegen den noch amtierenden US-Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt würde, wegen Anstiftung zur Aufruhr. Stellt euch vor, ihr wärt die Einzigen gewesen, die das gewusst hättet. Was hättet ihr gemacht? Ich bin mir sicher, ihr hättet Aktien verkauft und vielleicht Gold gekauft als Absicherung, ja? Demokratie gefährdet und so weiter. Aber was ist passiert seit dem 5. Januar, seit diesem Tag? Gold ist um 6% gefallen und Aktien sind um 2% gestiegen. Es kann da nur eine Schlussfolgerung geben. Versucht nicht, den Markt zu prognostizieren. Konventionelles Denken funktioniert einfach nicht an den Aktienmärkten. Es kommt oft genau umgekehrt, wie es eigentlich logisch erscheint. Und genauso gut kann es sein, dass es in 2021 genau umgekehrt kommt, wie alle denken, dass wir zum Beispiel bis Herbst jetzt dank dem Impfstoff die Pandemie vielleicht relativ gut im Griff haben werden, wirtschaftlich wieder voll durchstarten können, aber genau dann die Märkte einbrechen würden. Dann wird's, und ich kann mir schon denken, was dann als Begründung heißen wird von der Analystenseite: ja, ganz klar, dadurch, dass die Wirtschaft jetzt wieder boomt, hat die Notenbank die Möglichkeit, die Zinsen wieder anzuheben, und wenn die Zinsen angehoben werden, dann sind aber festverzinsliche Anlagen attraktiver und deswegen fließt jetzt gerade Geld aus Aktien ab und in festverzinsliche Papiere wie Anleihen hinein. Das wird dann als Begründung angeführt werden und alle nicken und sagen, ja, stimmt eigentlich. Also nochmal, der Punkt: alles, was offensichtlich erscheint, funktioniert einfach nicht an der Börse. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr an der Börse agiert, egal wie. Und eine andere gefährliche Geschichte:
Immer wird an der Börse das diskutiert, was gerade mega gut gelaufen ist. Jeder, der Bitcoin hat oder die Tesla-Aktie gehabt hat, der prahlt jetzt damit, wie viel Geld er mit der Aktie verdient hat im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man liest überall von Elektromobilität, ja, von sieht Videos über Kryptowährungen, speziell natürlich über den Bitcoin, über unfassbare Kurssteigerungen, zuletzt zum Beispiel auch bei Lithium Explorern. Ich habe hier mal spaßeshalber den Chart von Vulcan Energy Resources rausgesucht. Die sind von 5 Cent auf, haltet euch fest, 4,18 Euro gestiegen. Alles okay, kann man alles machen. Aber meine persönliche Meinung ist, es wird übel enden. Ja, ich bin mir relativ sicher. Nur meine Meinung, keine Prognose, denkt dran. Aber apropos übel enden, in meinem Aktienreport gestern geht es um Wasserstoffaktien. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Ein paar spannende Wasserstoffaktien rausgepickt, analysiert, kritisch analysiert. Natürlich klickt einfach schnell unten auf den www.aktien-report.de Link. Lasst eure E-Mail da und ihr könnt sofort den neuen Report zu Wasserstoffaktien abrufen. Ja, auch eines dieser unfassbaren Hype-Themen. Ihr erinnert euch an das Video zuletzt über Plug Power. Im Aktienreport wurden ein paar andere Aktien noch zusätzlich besprochen aus diesem Sektor. Sehr interessant. Oder anderes Beispiel, apropos Interessent und Lieblingsaktie, Xiaomi. Es gab fast eine Art, ja, ein kleiner Shitstorm für mich, als ich es gewagt hatte, ja, die Aktie aus den Depots bei meinem Börsendienst in Gewinneraktien zu verkaufen mit hohem Gewinn. Es ist ja vollkommen okay, wenn ihr da anderer Meinung seid. Aber diese Heftigkeit der Reaktion, die macht mir schon Sorgen, nicht wegen mir selber jetzt. Ja. Ich bin so lange schon dabei, das juckt mich nicht, ja. Aber dass sich manche persönlich attackiert fühlen, weil ich ihre Aktie schlecht mache, in Anführungszeichen, das macht mich schon ein bisschen nachdenklich, einfach weil es zeigt, dass manche gar nicht bereit sind zu reflektieren, sich selber bzw. ihre Investments zu hinterfragen. Es ist immer wichtig an der Börse, sich auch die andere Seite anzuhören, die Argumentation der Gegenseite. Sonst ist man am Ende vollkommen eingefahren, vollkommen festgefahren auf seine eigene Meinung und kann auf neue Entwicklungen dann überhaupt nicht mehr adäquat, überhaupt nicht mehr objektiv reagieren. Und wir befinden uns aktuell in einer Situation, wo es quasi als ausgemachte Sache gilt, dass es im Markt so weitergehen wird, wie es zuletzt lief, ja, seit ein paar Jahren eigentlich schon. Heißt, Wachstumsaktien werden weiter steigen, Value-Aktien werden weiter hinterherhinken. Und das ist meiner Ansicht nach eine sehr gefährliche Denke. Dabei ist eigentlich unglaublich krass, wie lange Value-Aktien jetzt schon underperformen. Also Value-Aktien, die Aktien, die besonders günstig bewertet sind. Es gibt einen Value-Bereich, einen Fonds, den ich schon seit Jahren verfolge, der heißt StarCap Priamus. Und ich finde den Ansatz dieses Fonds eigentlich sehr cool und auch sehr sinnvoll. Der geht nämlich rein quantitativ vor, investiert in eine Mischung aus Aktien mit sehr attraktiven fundamentalen Bewertungskennzeichen und hoher relativer Stärke. Also heißt, kauft Aktien aus sehr günstig bewerteten Märkten, aktuell zum Beispiel Südkorea, Japan oder auch ein paar osteuropäische Märkte, teilweise auch England. Warum macht er das? Nun, wenn man Anfang und Mitte der 2000er Jahre rein quantitativ untersucht hat, welche Aktienstrategien in den zurückliegenden 50, 60 Jahren am besten funktioniert haben, wenn man die besten Datenbanken verwendet hat, wenn man statistisch sauber gearbeitet hat, dann war es genau diese Strategie, die der StarCap Priamos verfolgt hat. Man könnte es als Trending Value bezeichnen. Also man kauft quasi aus der Dezilie, also aus den 10% der Aktien mit den günstigsten Bewertungskennzahlen, die mit der höchsten relativen Stärke. Das lief auch eine Zeit lang hervorragend. Im Jahr 2007 wurde der Fonds gefeiert. Ich habe hier in einem Forum trader-insight.de ein altes Posting gefunden. Darin heißt es, Priamus liegt an der Spitze der einschlägigen Performance-Rennlisten. Es gibt eine Sonderpublikation zum Fonds und der AA, das heißt der Ausgabeaufschlag, wird jetzt aus vertriebstechnischen Gründen von 2% auf 5% erhöht. Das heißt, das Volumen geht nun drastisch hoch. Gleich klares Verkaufssignal, Fragezeichen. Und dann, also das heißt, dadurch, dass der Fonds so erfolgreich war, fließt da unglaublich viel Geld rein. Und dann weiter unten im Forum, Auszug aus einer Publikation, der Vorgesellschaft selber aus dem Jahr 2008, da heißt es 10 Jahre Stagnation, wer vor 10 Jahren in ETFs oder Indexzertifikate auf den Weltaktienindex MSCI investierte, hat bis heute kein Geld damit verdient. Und dies, obwohl es aufgrund extremer Kursschwankungen, bla bla bla,
genug Gewinnchancen. Angesichts der beginnenden Erosion bei den Unternehmensgewinnen ist es fraglich, ob die nächsten 10 Jahre eine bessere Börsenentwicklung bringen. Und vor diesem Hintergrund ist die ständig wachsende, jetzt kommt's, Popularität von börsennotierten Indexfonds, ETF, unter privaten und institutionellen Investoren völlig unverständlich. Soweit dieser Auszug. Und jetzt aufgepasst, jetzt kommt der Clou in der Geschichte. Dieser besagte Fonds, der StarCap Priamus, hat im Juli 2007 sein Allzeithoch bei 227,32 Euro je Anteil erreicht. Das heißt, ziemlich exakt zu dem Zeitpunkt, als der User im obigen Posting gewarnt hatte, ob das wegen des drastisch nach oben schießenden Volumens und so weiter, ob das Ganze vielleicht ein Kontraindikator sei, kam es quasi zum Absturz. Dieses Niveau von 227,32 Euro hat der Fonds seither nie mehr erreicht, auch nicht 13 Jahre später, Ende 2020. Hier mal der 10-Jahres-Chart, da sind die alten Hochs gar nicht mehr drauf. Jetzt haben wir Ende 2020 einen Kostenanteil noch 164 Euro, also deutlich weniger. Nur durch einen kleinen Schlussspurt jetzt zum Jahresende 2020 hat der Fonds überhaupt eine positive 10-Jahres-Performance. Jetzt hat er natürlich sämtliche Benchmarks underperformed, hat in den Fonds-Ratings jetzt gerade mal noch 1 oder 2 Sterne gehabt im Vergleich zu 5 Sternen vor 13 Jahren. Das Fonds-Vermögen lag Ende April 2007 noch bei 173 Millionen. Ende 2020 war es dann auf weniger als 10% dessen gefallen. Also es waren gerade mal noch 17 Millionen Euro oder so im Fonds enthalten. Da gibt es sogar einige größere Wikifolios von Privatanlegern, die inzwischen mehr Assets under Management haben. Und jetzt Ende 2020 wurde der Fonds klammheimlich eingestellt. Ende, aus, vorbei. Und der MSCI World dagegen, ja, der 2007, 2008 von den meisten noch als Index belächelt worden ist, ja, hat seither eine unfassbare Erfolgsgeschichte hinter sich. ETFs auf den MSCI World gelten als Standardanlage inzwischen. Der Index und auch entsprechend die ETFs, die in diesen Index investieren, haben sich seit 2005 jetzt mehr als verdreifacht. Der damalige Absturz 2007, 2008 ist längst vergessen. Jeder kauft jetzt Produkte auf den MSCI World. Jetzt Achtung, falls ihr jetzt am Einschlafen seid, jetzt kommt der entscheidende Dreh an der Geschichte. Ja, das Management des StarCap Priamus hat überhaupt nichts falsch gemacht. Es hat über all die Jahre hinweg genau auf Basis der gleichen Strategie angelegt. Einer Strategie, die auf Basis ganz objektiver, quantitativer Maßstäbe über Jahrzehnte hinweg in den 50, 60 Jahren vor der Auflegung des Fonds eine dramatische Überperformance gegenüber dem Gesamtmarkt gebracht hat. Es wurde weiter geforscht, man hat aufwendige Statistiken erstellt, welche nationalen Aktienmärkte die günstigsten sind, in günstige Aktien wiederum aus diesen günstigen Märkten investiert. Es ist eigentlich das Smart Money, das dabei zu Werke gegangen ist. Absolute Experten, rational und kühl agierende Manager. Nur, das alles half dem Fonds überhaupt nichts. Die Märkte haben sich in den letzten 10, 15 Jahren so dramatisch geändert, dass seither nur wachstumsorientierte Strategien wirklich gut funktioniert haben. Was jetzt passiert ist, dass heute jeder ETFs auf den MSCI World kauft, wo die großen Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich hochgewichtet sind, beziehungsweise neuerdings kauft ja jeder ETFs von ARK Invest, ja, dem Shootingstar der Szene, also aktiv gemanagte ETFs, wo dann Tesla mit 10% oder mehr gewichtet ist. Wir sehen da wirklich bei Wachstumsaktien, auch bei wachstumsbasierten Anlagestrategien, unglaubliche Exzesse im Moment. Und je größer und wilder diese Exzesse werden, umso wahrscheinlicher wird es meiner Ansicht nach, dass wir in 10 Jahren wieder ein komplett anderes Bild sehen werden. Und alle, die in die Röhre schauen werden, die in den MSCI World bzw. in ARK Invest ETFs investieren. Ein Beispiel noch dazu, dann höre ich auch auf für heute. China, ja, der mit Abstand größte chinesische Mobilfunkprovider ist China Mobile. Und die Aktie fällt seit Jahren nur. Dabei läuft das operativ überhaupt nicht schlecht bei China Mobile. Hier mal ein Auszug aus den letzten Zahlen von marketscreener.com. Die Umsätze sind immerhin leicht gestiegen von 2017 bis 2020. In 2020 wollen die ungefähr 760 Milliarden Yuan umsetzen. Das sind fast 100 Milliarden Euro. Also ein riesiges Unternehmen. Seit 2017 hat China Mobile in jedem Jahr mehr als 100 Milliarden Yuan verdient, also mehr als 12 Milliarden Euro netto wohlgemerkt. Jedes Jahr
in 2017, 2018, 2019 und Corona-Jahr 2020 wieder. Trotzdem gibt es die Aktie aktuell für ein KGV von unter 7 und für eine Dividendenrendite von über 8%. Warum? Weil man halt nur langsam wächst. Es soll keine Empfehlung von China Mobile sein, jetzt sage ich auch gleich dazu, es gibt auch Gründe für die niedrige Bewertung, aber trotzdem, Xiaomi zum Beispiel hat ein 2021er KGV von 51, ja, einen Faktor 7 oder 8 höher. Klar sind die Wachstumsaussichten von Xiaomi besser, aber sind die wirklich so viel besser? Ich fürchte nicht, und das geht jetzt überhaupt nicht gegen Xiaomi, ich halte das Unternehmen nach wie vor für hochinteressant mit einer tollen Strategie, aber meine Botschaft für euch heute ist einfach, denkt über den Tellerrand hinaus, schaut nicht nur auf die kurzfristige Performance von Fonds oder Aktien. Trends können sich so schnell ändern und ich bin mir absolut sicher, Value Investing ist nicht tot. Es ist nur vollkommen aus der Mode im Moment. Und das schon seit ein paar Jahren. Es kann gut sein, dass wir uns hier auf dem Aktienkanal in 10 Jahren, hoffentlich, wenn wir alle gesund bleiben und ihr mich da noch bis dahin noch sehen wollt, ja, wiedersehen und dann rückblickend sagen, Mann, hätte ich bloß damals in diese Trending Value Strategie investiert und oder in sportbillige Aktien mit China Mobile, statt dem Trend hinterher zu rennen und Tesla zu kaufen oder in ETFs zu investieren, die Tesla extrem hoch gewichtet haben. Auf Basis absurder Annahmen wie der, dass das Versicherungsbusiness von Tesla allein 40 Milliarden Dollar wert sein soll, obwohl es eigentlich gar nicht existiert. Soviel für heute. Ich hoffe, ich kann vielleicht ein paar von euch zum Nachdenken anregen, im nächsten Video dann aber wirklich zu meinen China-Favoriten, den ich euch eigentlich schon heute vorstellen wollte. Ein Value-Unternehmen. Klickt sicherheitshalber auf den Abonnieren-Button, aktiviert das Glöckchen und seid auf jeden Fall mit dabei am kommenden Mittwoch beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich bin Armin Brack. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg an der Börse, wir sehen uns. Ciao!